gleich werde ich wieder teleportiert, das will ich gar nicht. Jo, sogar Gegenstände werden wegteleportiert. Sehr, sehr schön. Also, jetzt wollen wir mal weitermachen. Wir gucken mal nach Süden. Eine Holzwand. Oh, und der Weg nach unten. Da will ich noch nicht unbedingt hin. Wusch. Und ein blauer Trank. Wir sollten nicht ganz so viel mit den Stäben rumhantieren. Oh, ein Ring des Schutzes plus 3. Inventar. Ringslot. Wir haben noch ein Handslot. Das sind wohl Handschuhe. Der Trank kommt damit hin. Gucken, wie viel Schaden die machen. 1 bis 21, 5 bis 7, 1 bis 3. Das ist ein ganz guter. Das ist auch ein guter. Und die Eisdinger machen wohl allgemein nicht so viel Schaden. Dafür frieren sie den Gegner ein. Okay. So, Pfeil kommt mit. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal einen guten Bogen finden. Ein roter Trank. Ich habe die Hoffnung, dass wenn man einen Trank einmal getrunken hat, der Charakter sich das merkt, was für eine Eigenschaft der Trank hat und beim nächsten Mal man das sehen kann. Einfach nur so für den Fall, dass ich denn vergesse, was die Tränke machen. Und das kenne ich auch aus anderen Roguelikes so. Aber nee, da war gerade wieder ein grüner Trank und da steht wieder Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das ist auf jeden Fall ein Gift. So, Karte sagt, wir kommen vom Norden. Gucken wir mal nach Osten. Da liegt schon mal eine Rüstung, ein Zauberstab. Rüstung mit 5 AC. Wir haben 4 AC. Dann kommt die mal weg. Oh, wir hatten schon eine mit 5 AC. Ja, dann kann die da auch liegen bleiben. 4 bis 24 ist sehr schön. Und weiter. Ich glaube, im Westen ging es noch weiter. Und wir haben immer noch den einen Magier, der zurückteleportiert wurde. Aber der ist hinter der Falle, da will ich nicht hin. So, wieder eine Bücherei. Wieder ohne Zaubersprüche, schade. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass in Büchereien die Chance höher ist, dass Zaubersprüche oder so droppen. Oh, Zombie und dahinter ein Dieb. Ach stimmt, gedrückt halten. Pew. Gedrückt halten. Pew. Oh. Ah, das könnte es mit dem gedrückt halten auf sich haben. Wir machen ja 6 bis 8 Schaden. Wenn wir normal zuhauen, machen wir... Wow. Machen wir wahrscheinlich nur 6 Schaden. Wenn wir gedrückt halten und dann zuschlagen, machen wir 8 Schaden. Ist jetzt nicht so der Unterschied, aber ja. Was haben wir hier? Ein lila Trank. Und bei dem steht essbar dabei. Genau wie bei dem schwarzen. Das ist komisch. Also die haben alle ein Fragezeichen und die beiden sind essbar. Wobei der schwarze auf jeden Fall so eine Art Heiltrank ist. Komm her. Du Fledermaus. Ich weiß gar nicht, ob du aggressiv bist, aber du bringst Erfahrungspunkte bestimmt. Oh, du bist aggressiv. Okay. Ein Stahldolch 1 bis 4. Nö, danke. Wir haben ein tolles Schwert. Ja, apropos Schwert. Wir hatten noch anderes gefunden. Also, unser macht 6 bis 8. Der macht 4 bis 6, aber 3 mehr magischen Schaden. Also macht er 7 bis 9. Jo, ist besser als unser altes. Du kommst weg. Das Ding, der kann auch weg. So, sieht doch schon mal einigermaßen okay aus im Winter. So, es geht im Norden weiter, da. Schwert in die Hand. Oh, da kommt ein Dieb. Zing. Du kannst uns gar nichts, Dieb. Sonst ist hier aber nichts mehr, nö. Oh, doch, wieder so eine Falle. Und ein Stahlkurzschwert. Nö. Okay, ich tritt nochmal drauf. Es sind wohl fast immer Fallen. Ab und an mal eine Teleporterfalle. Aber ich denke mal, die teleportieren dann nur dahin, wo man schon war. Da sollten wir die Dinger vielleicht meiden. Außer wir haben extrem viele Lebenspunkte über, was wir eigentlich wahrscheinlich nie haben werden. Oh, Schleim. Und Dieb. Und Level Up, sehr schön. Und Fledermaus hinterher. Komm schon, stimmt. Ein goldener Trank. Oh, was bist du denn? Ein Sturmstab. 2 bis 22, der kommt auf jeden Fall mit. Also für meinen Geschmack gibt es ein wenig zu viele Zauberstäbe.
Muss mir eigentlich fast gar nicht mehr in den Nahkampf gehen. 5 bis 8 brauchen wir nicht. 2 brauchen wir nicht. Jo, hier wären wir jetzt auch durch. Das heißt, es geht jetzt zur Ebene 3. Schön, schön. Gucken wir mal, ob es da ein wenig schwieriger wird. Denn bisher, muss ich sagen, ist das ziemlich einfach. Dafür, dass ich keine Ahnung von dem Spiel habe. Normalerweise ist das so, wenn man Roguelike anfängt, dass man dann sofort auf dem ersten Level stirbt. Ja, und wenn man dann nicht zu frustriert aufhört, dann probiert man halt nochmal und dann geht es ein bisschen besser und dann geht es ein bisschen besser und so weiter, bis man das Spiel dann irgendwann drauf hat und einigermaßen weit kommt. Aber hier ist es ja eigentlich nur ein Durchgelaufe. Oh, ja, Durchgelaufe in die Fallen. Hier war noch ein Magier, den will ich haben. Genau du. Droppst du einen Stab? Ich sehe nichts. Hat wohl nichts gedroppt. Na gut, dann wieder raus. Unseren ganzen Ramsch lassen wir da. Und der Ausgang war doch im Süden und nicht hier im Norden. Also müssen wir nochmal durch die Falle durch. Autsch. Ja. Da wurde die Dummheit bestraft. Nein, wir gehen nicht wieder in den Teleporter. Wir gehen jetzt hier endlich nach Süden. So. Wollen wir noch irgendwas schlucken, bevor wir runtergehen? Nee, da warte ich, bis die Lebenspunkte ein bisschen weiter unten sind. Aber ich nehme jetzt mal unseren Feuerstab in die Hand. Denn ich habe nicht so wirklich Lust, jetzt Lebenspunkte zu verlieren. Ebene 3. Oh, wir können wieder nach oben gehen. Sehr schön. Das ist auch ein Feature, das viele Roguelikes nicht haben. Dass man zurückgehen kann. Auch wenn es hier nicht wirklich viel Sinn macht, zurückzugehen. Außer man legt irgendwelche Lager an oder es gibt irgendwo Händler. Aber schauen wir mal. Da lassen wir uns einfach überraschen. Wow, neue Gegner. Ein komischer Wurm auf dem Boden. Zähe Würmer auf dem Boden. Eine Flattermaus und unser Stab ist alle. Probieren wir doch mal so einen Froststab aus. Also er macht ganz wenig Schaden und er friert den Gegner auch gar nicht ein. Das ist nicht so toll. Das Ding ignorieren wir mal. Was ist denn das? Käse, sehr schön. Ah, man kann Stäbe auch aufladen. Okay. Vielleicht braucht man die Froststäbe auch nur bei bestimmten Gegnertypen. Na gut, also der ist leer, der kann weg. Der ist leer, der kann weg. Dann nehmen wir mal den hier. Und ich benutze die Stäbe so lange, bis wir wieder ein paar mehr Heilsachen gefunden haben. Obwohl der Käse ja eigentlich schon Heilung sein dürfte. Oh, und da fällt mir gerade auf, die Musik hat sich geändert. Das ist auch schon mal eine sehr gute Sache, dass es mehrere Musiktracks gibt. Gibt es doch, oder? Verhöre ich mich gerade. Weil sonst kann sowas sehr schnell monoton werden. Ich erinnere da mal nur an den Dwarf Fortress Soundtrack. Oh, da war ein fliegendes Auge. Sehr schön. Es gibt definitiv mehr Gegnertypen. Und durch die Falle müssen wir wohl durch. So, ausgeräuchert. Ein Stahlkutsch wird der Macht. Was machst denn du? 3 bis 8 Schaden. Also definitiv weniger als unser jetziges, aber ich bin mal neugierig, was das genau macht. Müssen wir gleich ausprobieren. Aber erstmal einen Käse. Njom, njom, njom. Noch ein Schwert. Ein graviertes Kurzschwert. Oh, aber es ist nicht verzaubert, also Wayne. Weiter im Text. Ach, durch die Falle durch. Aber so könnten wir jetzt eigentlich testen, ob wir voll hochgeheilt werden durch den Käse. Wir könnten einfach immer wieder durch die Falle durchlaufen. Das mache ich einfach mal. 13. 14. Wusch. Jetzt bleibt er stehen. Also er heilt definitiv nicht voll, sondern nur einen festen Wert. Autsch. Was tue ich nicht alles für die Wissenschaft? So, nochmal Käse essen, damit wir voll sind. Und in einen Bereich, wo wir noch nicht waren. Das wäre oben. Allgemein hat sich auch das Design von dem Dungeon hier in der dritten Etage ein wenig geändert. Also nicht nur wie es aussieht, sondern auch wie die Karte aufgebaut ist. Es erinnert halt mehr an ein Höhlensystem.
Was ich auch sehr schön finde. Denn es wäre langweilig, wenn man durch 20, 30 Etagen läuft und alle sind einigermaßen ähnlich aufgebaut. So, geht mal ein Gegner. Ich will mein Kurzschwert der Macht ausprobieren. Lauf mal durch die Falle dadurch, komischer Wurm. Das klappt sogar sehr schön. Zack. Die Fledermaus löst sie bestimmt nicht aus, oder? Wo du fliegst? Doch, lösen sie. Und das da hinten ist anscheinend eine Teleporterfalle. Das ist irritierend. Die teleportieren sie von da 2 Meter nach links. Also von denen aus gesehen. Auch nicht schlecht. Komm mal her. Komm schon. Okay, packen wir halt den Bogen aus. Flying. Wow. Flying. So, das war Nummer 1. Jetzt teleportieren sie sich von den Pfeilen weg. Das geht ja gar nicht. Oh, Wand getroffen. Oh, ich könnte Billard spielen. Pitting. Und getroffen. Wie geil. Pitting. Pitting. Sehr cool. Man kann um die Ecke schießen. So. Also ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Wenn die da noch ein paar Sachen hinzufügen, wie Händler und vielleicht Attribute oder Fähigkeiten, das wäre echt genial. So. Komm, Ting. Ting, wir haben genug Pfeile. Stirb. Stirb. Der Bogen macht echt fast gar keinen Schaden. So. Durch die Giftfalle durch. Alle Pfeile eingesackt. Wow, wir haben echt viel daneben geschossen. So. Zack. Zack. Alles mit. So, da kommt noch so ein Egel. Da können wir unser Kurzschwert der Macht mal wieder ausprobieren. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was die Macht Verzauberung macht. Das war die Teleporterfalle, die können wir ignorieren. Oh, und unser Stab ist alle schon wieder. Dann nehmen wir doch mal so einen Eisstab. Davon haben wir eh zu viele. So, hier ist Ende. Nee, oh, da ist ein Auge. Versuchen wir mal das Auge einzufrieren. Mit dem Einfrieren klappt das nicht wirklich, aber es ist tot und wir haben Level Up, also wieder volle Lebenspunkte. Wow, oh, Spinne. Und ein sehr schönes Schwert, habe ich gerade gesehen. 9 bis 14 Schadenspunkte. Das kommt auf jeden Fall mit. Das Schwert kann hier bleiben, das Schwert kann hier bleiben. Warum habe ich da ein 31er Stack? Ich dachte, es gibt nur 20. Oh, man kann nicht stacken. Na, das ist ein wenig schade. Das müsste auch nochmal gepatcht werden. Und da hinten kommt noch eine Spinne. Komm her, neues Schwert ausprobieren und so. Zing. Oh, ein Kettenhemd. Sehr schön. Es gibt auch verschiedene Rüstungstypen. Ja, das Spiel überrascht mich mit jedem Level ein wenig mehr. Und genau so soll das auch sein. Immer wieder neue Dungeons, immer wieder neue Gegnertypen, immer wieder neue Ausrüstung. Das ist alles, was man haben möchte als Spieler. Jetzt fehlt eigentlich noch ein paar NPCs und vielleicht noch ein, zwei kleine Quests. Und die weichen sogar nach hinten aus, weil die wissen, dass ich da nicht hin kann, die fiesen Fü... Na komm, stirb. So, und wir haben gerade einen Stahlplattenhelm gefunden. Sehr schön. Das ist nur eine Rüstungsklasse mehr, also das Lederding, aber na gut. So, da geht's runter. Wollen wir schon runter? Ja, hier ist nichts mehr. Auf zu Ebene 4. Ebene 4. Wir wollen nicht hoch. Da scheint wieder so eine Hülle zu sein. Verwundete Gegner laufen weg. Ist ja auch nicht schlecht. So. Oh, exzellente Plattenrüstung. Wir haben 7 und die macht 10. Wir bräuchten aber echt mal eine Hose. Wir haben immer noch die mit 0 AC. Und wir haben immer noch keinen Handschuh gefunden. Oh, ein grüner Trank, auch wenn der eigentlich nicht viel bringt. Und die Fledermaus bringt sich selbst mit einer Falle um. Oder hat ein Gegner geschossen? Das wäre ja auch schick, wenn die sich gegenseitig treffen könnten. Komm, stipp, 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 stipp. Ein goldener Trank, wissen wir immer noch nicht, was der macht. Also werden wir bald ausprobieren müssen. Oh, kein Platz. Ich wusste, dass das früher oder später kommt. Wir sortieren mal aus. Pfeile. Weil, ehrlich gesagt, benutze ich die Pfeile nur ungern, weil der Bogen so schlecht ist. Das heißt, den Bogen schmeißen wir auch gleich weg. Die 31 behalten wir, weil es ein schön hoher Stack ist. So. Das kommt mit. Das kommt mit.
Aber wir benutzen mal wieder den Stab, damit wir nicht so viel Schaden bekommen. Wow, eine Kettenhose. Was habe ich denn gesagt? Genau dich brauchen wir. Du kommst weg. Du kommst hin. Eigentlich wollte ich ja nur eine kleine Spielevorstellung daraus machen. Aber ich glaube, ich spiele das ganze Leben jetzt mal zu Ende. Es scheint doch ein wenig länger zu dauern, aber ich hoffe mal, es ist für euch kein Problem. So, und die Falle lösen wir nicht aus. Wir gucken weiter, was hier ist. Wow, ein Auge. Du bist leer. Du kommst mal weg. Dafür benutzen wir dich. Und dich laden wir mal ganz doll auf. Und schießen auf das ausweichende Auge. Doofes Ding. So. Hinterlässt auch einen Stab. Sehr schön. Zwei Ladungen eingesetzt und 8 Ladungen bekommen. Und so muss das sein. Dumme Flattermaus. Ich glaube, die Feuerstäbe haben auch leichten Flächenschaden. Oder die Zaubersprüche allgemein. So, was bist du? 4 bis 10? Nö. 3 AC? Nö. Und die können sich anscheinend wirklich gegenseitig treffen. Oh, keine Ladung. Das war so das typische Klick, Klick, Klick. Keine Munition mehr im Revolver. Stäbe gehen langsam aus. Obwohl, da hinten haben wir noch einen. Nehmen wir mal den. Und wir sollten eigentlich demnächst was essen. Aber da warte ich lieber auf den letzten Drücker, denn wir wissen immer noch nicht, wie viel genau so ein Brot oder so ein Käse heilt. Ich nehme mal an 10, aber genau wissen tue ich es halt nicht. Oh, was schimmert denn da so blau? Wieder so ein Kristall? Das kommt mir suspekt vor. Ich hätte gerne einen Hammer. Vielleicht kann man damit später irgendwas machen. Da müssten wir die ganzen Ebenen zurücklaufen, um die wieder alle abzubauen. Oh, Falle. Nein. Käse. 5. Wow. Okay. So viel zu meiner Theorie, dass man nur dahin teleportiert werden kann, wo man schon war. Wo zur Hölle? Also wir kommen von rechts, richtig? Von Osten, von dem grünen Punkt da hinten irgendwo. Und wir sind da im Südwesten in der Falle getapst. Gucken wir mal kurz, ob der westliche Gang jetzt zu dem Gang da unten aufschließt. Nachdem wir das Auge da umgebracht haben. Und den Blutigel. So. 4 Rüstungsklassen Hose haben wir schon. Du bist alle, du kommst weg. Du kommst in die Hand. Ja, da schaut... Oh, schaut nicht gut aus.